Der hüpfende Floh ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hüpfenden Floh, deinem Ukulele-Podcast. Heute habe ich zu Gast den Andreas Bördlein, der vielen von euch aus der deutschsprachigen Ukulele-Szene mit Sicherheit von seinem YouTube-Kanal ein Begriff ist. Der heißt Ukulele am Limit. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Freut mich. Bevor wir über deinen YouTube-Kanal sprechen, würde mich doch echt mal interessieren, wie die Ukulele zu dir gekommen ist. Oft ist es ja so, dass man so durch Zufall da reinrutscht. Und bei uns war es halt so, dass meine Tochter so Ukulele mal gekauft hat, weil als dieser Hype so ein wenig losging, 2016 oder was. Aber ich habe natürlich so wie alle Gitarristen und so, also ich habe Bass immer früher gespielt in Bands, wo ich war also Bassist. Und da habe ich das natürlich belächelt und gedacht, ne, so ein Quatsch und so, ne, so Pling Pling und so weiter. Und dann hing die halt an der Wand und ja, weißt ja, wie es ist, ne, irgendwann langst dann halt doch immer hin und dann hat es mir gut gefallen. Ich muss allerdings sagen, ich bin über einen Umweg dann hinkommen, weil ich immer schon so Oldtime- und Country-Musik gemacht habe mit so Banjo-Sound und da machen die diese Klarhämmerei und ich habe immer gedacht, Mensch, wenn du mal Geld hast, dann kaufst du mal so Banjo und dann hat der Kumpel von mir gesagt, das kannst du auf dem Ukulele genauso machen und dann habe ich es immer von der Wand runtergenommen und da habe ich mal das Klarhämmern ausprobiert. So habe ich angefangen. Also ich habe mit dem Klarhämmern angefangen, bevor ich überhaupt so normale Ukulele gespielt habe. Und dann hat sich das halt so mit der Zeit entwickelt. Ja, das ist eigentlich schon das Stichwort schlechthin, Klarhämmern. Also ich meine, das wird jetzt halt bestimmt vielen kein Begriff sein, aber es ist ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich deiner Arbeit und vor allem eben deinem YouTube-Kanal. Was ist eigentlich Klarhämmer oder die Technik Klarhämmern? Also das ist ja, also wer so Country, so richtig staubige, alte, Bluegrass-mäßige Country-Musik kennt, der kennt das. Ne? Da gibt es doch diesen Film mit dem George Clooney, den viele kennen, Oh Brother, Where Art Thou, so mit diesen trockenen Sound. Übrigens ein überragender Soundtrack. Ja, super, ne? Genau, ja. Die Musik in der Spitze und das hat mich wirklich begeistert. Und da wird auch immer ein wenig geklarhämmert und die Technik kommt eben aus der Musik, aber ursprünglich kommt es aus Afrika, wie vieles, ne? Was die Amerikaner dann so als ihre eigene Musik verkauft haben. Und da gibt's da gab's so Kürbis-Banjos, wie hießen die denn irgendwie? Warte mal, ich habe mir sogar aufgeschrieben, kurz, genau, Akonting heißt das. Da kann man bei YouTube sogar mal gucken, Akonting. Da haben die auf dem Kürbis einfach so ein Stecken drauf und drei Saiten, mit zwei Melodieseiten und einer, die eben wie beim Banjo nur immer denselben hohen Ton spielt und das Besondere an der Spieltechnik ist halt, dass von oben auf die Saiten drauf geklopft wird. Bei allen anderen Zupftechniken, wie man es so von der Gitarre kennt, im europäischen Raum, da zupft man ja von unten nach oben, so mit der Fingerkuppe. Ne? Bei dem Klarhämmern wird halt von oben nach unten mit dem Fingernagel so draufkaut auf die einzelne Seite, so wie man es halt beim Strumming vielleicht hat, nur halt eben einzelne Saiten. Und das ist der grundlegende Unterschied und das macht den besonderen Sound aus. Es spielt eigentlich immer nur mit dem Zeigefinger von oben auf die Melodieseiten und dann zupft man zwischendurch mit dem Daumen immer die hohe G-Seite, fast immer. Und dann hat man diesen Klarhämmer-Sound. Ne? Es ist jetzt vielleicht ein wenig umständlich erklärt, aber. Ja gut, man kann es ja jederzeit nachschauen auf deinem YouTube-Kanal. Ist das eine schwere Technik für Einsteiger? Also es braucht am Anfang, das muss ich ganz offen sagen, es braucht wirklich Geduld und man muss diese eine Bewegung, dass man von oben mit dem Fingernagel die Saite so streift und so halb trifft. Also es ist auch nicht so, dass man parallel zur Decke, sondern eher so in die Decke reinklopft. Und das muss man irgendwie rauskriegen, dass man halt wirklich dabei nur eine Saite isoliert trifft. Das ist bei meinen SchülerInnen, muss man sagen, ne, die ich habe, da ist das auch am Anfang immer das große Problem. Und wenn das aber funktioniert, wenn man praktisch so einfache Melodien
damit spielen kann, dann geht es dann schnell. Aber so wie in diesem Märchen vom Schlaraffenland, erst muss man sich durch die Grießbrei-Mauer da durchfressen. Ne? Und die ist schon relativ dick beim Klarheimer, das muss man sagen. Ja, also, das gibt ein gutes Bild davon. Also wie sich das Ganze anhört, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. So may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the turning is done, they'll take our leave and go. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass gerade diese Spielweise halt vor allem ihren Reiz hat, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt. Ne? Also wenn du zum einen einen Ukulele-Spieler hast, der ein bisschen die Akkorde mitspielt und man kann das Ganze so unterstreichen. Aber vor allem, glaube ich, eignet sich's ja, das Ganze miteinander zu kombinieren. Also Akkorde und Melodie. Ja, genau. Ne? Das kann man bei dieser Kleimerei eben ganz gut machen, dass man die Akkorde praktisch mit einem bestimmten Muster, das klingt immer ähnlich, es ist so ein dümm-ticke-dümm-ticke-dümm-ticke-dümm-ticke-Rhythmus, der dabei entsteht, bei diesem Wechsel zwischen Zeigefinger und Daumen. Und da kann man ganz normal Akkorde mit so sozusagen durchstrummen oder durchschrummeln, aber man kann eben auch dann, wenn man ein bisschen auch mit der linken Hand arbeitet, mit Hammer und so Pull-Offs dann ganz gut Melodien mit einstreuen. Und das macht die Faszination ein bisschen aus, dass man Melodien spielt und immer wenn zwischendurch mal ein bisschen Platz ist, dann kann man auch einen rhythmischen Part mit reinspielen und dann hat es einen Mods-Groove. Hat man ja vorhin in der Aufnahme auch vielleicht gehört. Genau, und das ist halt vor allem dann interessant, oder das richtet sich ja auch dann vor allem an die Ukulele-Spieler, die schon eine Zeit lang spielen und die eigentlich ganz zufrieden sind, aber die irgendwann an den Punkt kommen, so, boah, jetzt irgendwie immer so Island Strum und CG Amol F, was gibt's denn da noch? Und da ist es natürlich immer cool, so eine Technik, die motiviert einen dann nochmal so richtig quasi nochmal sich hinzuhocken und das Instrument nochmal ganz, ganz anders wahrzunehmen oder ganz anders zu begreifen. Ja, genauso ist es. Ja. Und man kann sich halt da auch, wenn man mal so Blut geleckt hat, ne, ist wie bei allem, ne, dann kann man sich da auch stundenlang neu vertiefen. Ne. Dann magst du hier, bis das passt, ding-ticke-ding-ticke-ding-ticke. Und das macht schon Riesenspaß. Es ist halt, wie du sagst, mal einfach mal was ganz anderes und das macht den Reiz, denke ich, aus. Ist es so, dass für diese spezielle Technik sich jetzt eine bestimmte Ukulelengröße besonders gut eignet oder geht es auf allen generell gleich schwer oder leicht? Also man braucht auf jeden Fall eine hohe G-Seite. Also mit Low G funktioniert es nicht. Ne? Okay. Also, so viel ist schon mal klar. Das heißt, Bariton-Ukulele scheidet erstmal aus, denke ich. Ne? Das hat auch nicht so den Sound. Aber mit Sopran- und Tenor-Ukulelen kann man es problemlos machen. Nee, Blödsinn. Konzert und Tenor würde ich vorschlagen. Sopran geht auch, aber das ist irgendwie, das hat nicht so einen richtigen, also es gefällt mir nicht so gut. Ich klaue immer am liebsten auf Konzertgröße, aber Tenor ist auch okay. Konzert hat oft ein bisschen noch so einen mittigeren, ukuleligen Klang, nicht so gitarrenartig und dann da knurrt es am besten raus, finde ich, so vom Sound. Ansonsten kann man natürlich auch mit so einer Banjo-Ukulele da den Sound ganz gut erwischen, ne? diesen erdigen Country-Sound. Ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, also dass es gerade auf der Banjo-Ukulele einen ganz besonderen Reiz auch ausmacht. Clawhammer ist so ein großes Thema für dich, dass du dir dann gedacht hast, also das musst du mit der Welt teilen und hast dann einen Ukulele-Clawhammer-YouTube-Kanal aufgemacht. Ja, genau. Soweit. Und das ist schon so geil halt irgendwie, also allein schon auf die Idee zu kommen, so, naja, was mache ich denn heute? Ich glaube, ich mache einen Ukulele-Clawhammer-YouTube-Kanal auf. Das zeugt halt davon, dass es wirklich sehr authentisch und sehr aus der Leidenschaft heraus ist, ne? Weil es ja wirklich echt Nische ist. Aber dass es gar nicht mehr so Nische ist, das zeigen ja jetzt auch schon die Abonnentenzahlen. Und ich bin die Nummer 9731. Kann ich dir direkt sagen. Und die Zahl ist ganz interessant, weil es nähert sich ja zum 10.000. Abonnenten. Und da gibt's ja aktuell eine interessante Sache dazu. Erzähl mal darüber. Und jetzt muss ich aber auch dazu sagen, wir nehmen die Folge ja mit ein paar Tagen Vorlauf auf. Da bin ich natürlich gespannt, ob, wenn die Folge erscheint, die 10.000-Marke schon durchbrochen ist oder nicht.
Aber was passiert denn da, wenn du 10.000 Abonnenten hast? Also ich habe so einen Wettbewerb ausgerufen. Ich habe da schon bei 5.000 Abos gemacht und das war ein Riesenspaß. Also ich habe auch schon wieder etliche Beiträge. Es ist einfach so, jeder, der Lust hat, kann ein Tutorial von meinem YouTube-Kanal sich anschauen und den Song dann interpretieren und mir schicken. Und ich stelle die dann ein bisschen vor auf Facebook und so und Instagram. Und wenn alle dann da sind, nach dem Einsendeschluss, der Einsendeschluss ist genau der Tag, an dem der 10.000. Abonnent oder die 10.000. Abonnentin auf meinen YouTube-Kanal kommt. Aber das dauert noch ein bisschen. Also ich schätze mal, wird schon noch 4-5 Wochen dauern. Und ja, an dem Tag, dann schneide ich das mal ein bisschen zusammen und stelle dir ein bisschen in YouTube-Videos vor. Und es gibt auch Preise zu gewinnen. Und, also ja, so ein bisschen, ja, so T-Shirts und Zeug halt. Aber der erste Preis, da habe ich mir diesmal was Besonderes ausgedacht. Das kann ich vielleicht jetzt gleich mal sagen. Das habe ich auf meinem YouTube-Kanal noch gar nicht gesagt. Das wollte ich erst jetzt am Wochenende machen. Und zwar, mit dem zusammen mache ich mein nächstes Tutorial. Ah, cool. Okay. Genau, das habe ich mir gedacht. Dann setzen wir uns zusammen, suchen das Lied aus und dann spielen wir halt zusammen die verschiedenen Parts ein und habe gedacht, das ist doch vielleicht mal für jemand ein ganz schönes Podium, mal so ein bisschen dann an die Öffentlichkeit zu kommen, ne? Genau. Absolut. Ja. Am Anfang stand Clawhammer, aber mittlerweile hast du ja auch deutlich, ja, oder noch anderen Content mit drinnen. Also du hast auch ein paar Tutorials über Songs einfach mit dabei. Wo würdest du denn momentan also aktuell, was du so hochlädst, hat sich das jetzt verlagert oder ist Clawhammer immer noch so das Bestimmende? Also es ist so, dass das so ein Nebeneffekt eigentlich war. Ich habe ja angefangen mit der Clawhammerei und habe ich das Clawhammer Buch geschrieben und habe diese, was weiß ich, 30, 40 Clawhammer Tutorials eben ins Internet, wo ich immer so ein Kapitel aus dem Buch halt erkläre. Und es hat auch mal Spaß gemacht, aber es war halt ein extremes Nischending. Und dann waren halt auch, gut, es sind schon ein paar verkauft worden und es war okay. Aber meine Tochter hat dann gesagt, Mensch, du musst ja mal versuchen, mehr so das breite Publikum anzusprechen. Mach doch mal ein normales Tutorial, ne? Und dann sagst du am Schluss, und das kann man auch klarhämmern. Und wer das lernen will, der soll ja mal gucken. Und genauso habe ich es dann gemacht. Also ich glaube, das erste Stück war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Bella Ciao oder so, ne, was da gerade so angesagt war wegen diesem Haus des Geldes. Und habe ich dann am Schluss gesagt, das kann man auch klarhämmern. Und wer der will, kann mal aufs Tutorial gucken und zack, ne, sie haben sich plötzlich wahnsinnig viele Leute dafür interessiert. Und jetzt im Moment mal, diese Clawhammer-Einheit ist ja eigentlich fertig im Internet. Ich bin jetzt gerade so dabei, halt eher so diese Tutorials zu machen. Oft wünschen sich Leute auch was und dann gehen halt die Clawhammer-Buchverkäufe ja automatisch mit hoch, wenn die Abonnentenzahlen steigen, ist klar. So, um das Thema Clawhammer abzuschließen, was würdest du denn für die ganzen Ukulele-Spielerinnen und Ukulele-Spieler da draußen empfehlen? Was ist ein cooler Song, um sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ja gut, also, am Anfang, wie gesagt, muss man erstmal einfach nur Melodien spielen, bis man es kann. Aber es gibt so, also ein Stück muss man können, ne? Das ist der Cripple Creek. Also das ist so ein Banjo-Stück, das muss man einfach beim Clawhammern können. Und es liegt auch gut in C-Dur auf der Ukulele drauf. Und da kommt Anfänger gut klar, klingt aber trotzdem spektakulär. Ja, dann hören wir doch da mal ganz kurz rein, dass die Leute wissen, wie das Teil klingt. Bekannt vor. Ja, siehst du, habe ich mir gedacht. Wie ist es eigentlich? Spielst du dann jetzt noch Bass und Gitarre oder bist du jetzt wirklich nur noch mit der Ukulele beschäftigt? Ich spiele nur noch, also ich habe sonst in so einer Bluesband Kontrabass gespielt und das haben wir einmal im Monat gemacht, vor der Seuche eben. Aber damit machen wir bestimmt weiter. Aber daheim üben oder so, nur noch Ukulele. Also
das macht mir im Moment unheimlich viel Spaß, weil es halt so, es ist ja wirklich eine Welt, die sich da auftut, ne? Mit diesen, hast bloß 4 Saiten und so ein kleines Instrument und kannst aber so viele unterschiedliche Sachen machen. Das ist ganz gut. Wenn du jetzt damit rausgehst oder andere Leute triffst oder vielleicht auch mit anderen Musikern zusammen bist und die, und du triffst da auf einen Bassist, ne? Der dann so sagt, was sind das Ding Ding und so, so klein. Ja. Was entgegnest du dem dann? Also ich habe so 2, 3 Gläumerstücke, die einfach so spektakulär klingen, ne? Wo einem ein bisschen so die Kinnlade runterfällt, ne? Und das spiele ich dann vor und dann ist die Diskussion meistens ganz schnell beendet. Genau. Lässt also das Instrument für sich sprechen. Ne? Ja, was zählt ist auf dem Platz, ne? Sagt der Fußballer. Ne? Ja, genau. Super gut. Ist es eigentlich so, ja. Du musst vielleicht auch nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen, in welcher Ecke von Deutschland bist du denn überhaupt? Also ich wohne in Bad Königshofen, das ist in Unterfranken, ganz nördlich, so an 3 Ländereck, Thüringen, Bayern, Hessen, ne, so an der Rhön in der Nähe. In der Rhön ist schön. Und ja. Kann man in der Rhön auch gut mit anderen Ukulele-Spielern zusammenspielen? Oder in deiner Gegend ist da so eine Ukulele-Szene vorhanden? Also das ist tatsächlich ein Problem. Da bin ich wirklich ein Einzelkämpfer eigentlich. Also bei mir in Bad Königshofen selber, also da müsste ich lang suchen. Also beziehungsweise würde ich auch so niemand finden, glaube ich. Und im Landkreis geht auch nicht viel. Also das Nächste, was ich halt so eben kenne, ist, ja, in Bamberg halt gibt es ein paar Leute, ne, denke ich. Ich sollte mal beim Uff, was geplant war, Ukulelefest Franken in Rostov, da war ich mal gebucht für einen Workshop, aber der ist dann ausgefallen wegen aus Pandemiegründen. Genau. Ja, leider. Also da bin ich ja in der Orga mit drinnen. Aber das ist eigentlich aus der Idee heraus entstanden. Wir haben uns 2019 Rostover Felsenkeller einfach mal getroffen. Ich habe ein paar Flyer gedruckt und dann einfach mal gestreut und es war echt Wahnsinn. Man, 100 Ukulele-Spieler waren da. Super. Ja. Das war der Wahnsinn. Und dann haben wir gesagt, im darauffolgenden Jahr mach mal Festival, dann war die Corona-Pandemie, da haben wir da wirklich nur zu 20 uns getroffen, jetzt wollten wir es wieder machen, das hat jetzt alles nicht hinkauen, ja. Wir überlegen jetzt noch dieses Jahr noch was zu machen, ich glaube, da werden wir auch nochmal auf dich zukommen, aber spätestens nächstes Jahr soll es dann schon stattfinden. Ja. Also ich freue mich, weil ich habe ja mal in Rostov gewohnt sogar. Nein! Das war, ja, genau. Ich bin Lehrer und ich war Referendar am Glavius-Gymnasium und am IDA in Bamberg. Welche Fächer denn? Deutsch, Englisch und Sozialkunde mache ich. Ne? Und da habe ich nun in Rostov gewohnt. Ne? Der mitten im Dorf und da waren wir natürlich öfters oben, ne, auf dem Keller, ist klar. Und super, das ist ja back to the roots, wäre das ja gewesen. Deswegen hat mir das gleich super gefallen, die Idee, und ich habe ja auch zugesagt gehabt. Also ich freue mich schon, wenn das dann nächstes Jahr was wird. Und wenn dann treffen wir uns halt einfach auf der Seidler. Ja, also da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Genau. Aber jetzt warte mal, nochmal zurück jetzt wegen dem Ukulele-Szene in Bad Königshofen. Ich bin ja, wie gesagt, eben Lehrer da am Gymnasium am Ort. Und ich mache jetzt, nächste Woche geht's los, gibt's Wahlunterricht Ukulele-Orchester, was ich leite. Und vielleicht wächst dann ja von unten her ein bisschen Ukulele-Szene rauf. Das wäre so mein Ziel, dass ich ein bisschen so die frohe Botschaft der Ukulele ein wenig verbreite. Vielleicht tut sie ja da mal was. Ich finde, es macht sau viel Spaß, weil man dann einfach diesen Aha-Effekt ständig sieht. Den ja wirklich, also jetzt jedenfalls mit so gut wie allen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, ist es genauso, wie du es auch beschrieben hast. Es ist so ein, zufällig stolpert man da drüber und dann catcht es einen so und dann entwickelt man da so eine Begeisterung dafür und es macht unheimlich Spaß, das bei anderen Leuten mit anzuschauen, ja. Ja, also ich freue mich ja drauf, muss ich sagen, genau. Was natürlich auch noch ein Aspekt ist, warum ich jetzt das lieber mache, als Bass zu spielen, ist, es ist halt auch einfach viel weniger kraftaufwendig. Ja, also die Bassspielerei, das ist ja richtig körperliche Erfahrung und da drückst du und machst du. Und die Ukulele kann man auch spielen, wenn du ein wenig einen arthritischen Daumen hast oder so, ne, dann kriegst du es doch noch ganz gut hin. Auch im Alter, das finde ich einen riesen Vorteil, ne, dass man leicht spielen kann. Einfach. Ja, vor allem musst du dich nicht immer so blöd schleppen. Ja, das kommt auch noch dazu. Ne? Genau. Deswegen ist ja auch die Sache mit den Ukulele-Bässen so am Kommen oder immer populärer, weil du spielst ja auch Kontrabass, hast du gesagt. Ja.
Das hast du ja oft, jedenfalls so Forchheimer Ecke auf dem Kellerwald oben oder hier auch in Bamberg, da hast du ja manchmal so Trios mit oder Duos mit einer Gitarre und mit einem Kontrabass. Mhm. Und da sehe ich immer häufiger tatsächlich dann die Bassisten mit einem Ukulele-Bass und mit einem kleinen Würfel halt, mit einem kleinen Verstärker spielen. Genau. Das klingt gar nicht so schlecht. Das klingt manchmal so ein bisschen nach Kontrabass sogar. Ich finde es auch ganz gut. Aber hab's noch nie ausprobiert. Das ist so eine Idee vielleicht, was ich mal nächstes Jahr mal ausprobiere. Ukulele-Bass. Genau. Ja, nee, also vielleicht können wir dann ja aus der Ecke Bad Königshofen noch Ukulele-Szene-mäßig ja, was sehen. Vielleicht hast du ja Lust, auch wenn das gut fruchtet, vielleicht auch mal was auf deinem YouTube-Kanal zu veröffentlichen oder so. Also das habe ich auf jeden Fall vor, ne? Wenn wir mal was Aufführungsreifes haben mit dem Ukulele-Orchester, da werden wir dann auch mal an die Weltöffentlichkeit mal gehen. Also bestimmt, da haben die Kinder schon gesagt, das wollen sie natürlich, ne? Klar. Hast du eigentlich, wenn man jetzt dazu in die Zukunft ein bisschen schaut, abgesehen davon, und wenn wir mal wieder ein bisschen zu dem YouTube-Kanal kommen, Pläne, willst du vielleicht was anderes noch mit aufnehmen oder sagst du, du lässt es einfach mal laufen und schaust, was auf dich zukommt? Also ich habe sogar jetzt einen ziemlich konkreten Plan, und zwar hat wieder meine Tochter, die unterstützt mich da ein wenig, die hat das mal Ukulele. Scheint eine gute Beraterin zu sein. Ja, das war ja auch am Anfang ganz wichtig. Ich habe null Ahnung gehabt von Facebook und so. Ganz ehrlich unter uns, ne? Ja. Kam der Vorschlag von Annenmay Kantereit auch von ihr? Ich muss überlegen. Ja, nee, der kam von meinem Sohn. Ah, okay. Weil der hat eben, ja, ich kannte das natürlich nicht, aber der hat gesagt, das ist im Moment so der angesagte Shit und so. Und war ja dann auch so, das sind so mit meine am häufigsten geklickten Videos, ne? Klar. Mhm. Aber das ist ja immer ganz gut, ne, wenn man da so Anregungen hat, weil selber kommt man nicht drauf, ne? Am Radio oder was, du hörst es ja eher selten, ne? Die Kids haben ja andere Kanäle, ne? Klar. Aber was wollte ich sagen? Genau, meine Tochter hat das Kräumerbuch ins Englische übersetzt und ich bin gerade dabei, das international ein bisschen zu machen. Und das läuft jetzt so langsam an. Und ich habe so für mich gedacht, wenn ich 10.000 Abonnenten habe mit meinem Ukulele am Limit, dann ist das für mich schon mal ein ganz gutes Ziel. Und jetzt will ich meinen englischen Kanal, der schon so nebenbei läuft, ne, Ukulele on Fire, den will ich jetzt mal im nächsten Jahr ein wenig nach vorne bringen und mich darauf konzentrieren. Das ist mein Plan. Jawohl. Wie ist denn das eigentlich so von der Aufnahmetechnik und so? Hast du da vorher schon Erfahrung gehabt oder hast du dir das jetzt alles so Step-by-Step beigebracht? Ich habe echt wenig Ahnung gehabt. Und ich mag es auch immer noch sehr primitiv. Ich habe nur so ein Ansteckmikro. Und also man könnte schon besser machen, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, mich da so reinzufuchsen. Das ist aber auch einer meiner Pläne fürs nächste Jahr. Ich will meine Technik mal ein wenig auf Vordermann bringen, vielleicht mit einem gescheiten, so ein Großmembran-Mikrofon und nochmal ein Mischpult oder so, dass es doch ein bisschen differenzierter ist. Mhm. Aber da muss ich mich echt neu arbeiten, da habe ich ganz wenig Erfahrung. Ich glaube aber, dass es so ein Prozess ist, der dann auch einen so ein bisschen immer, wenn man sich dann nicht allzu sehr davon unter Druck setzen lässt, ist es, glaube ich, auch so ein mega interessanter Prozess, wo man für sich selber auch immer wieder so merkt, ah, okay, ich kann hier noch so ein bisschen drehen und so, dass es immer noch so ein Schritt professioneller wird und so, dann merkt man, wie das halt so wächst und cool, coole Sache auf jeden Fall. Was würdest du denn jetzt, es gibt ja tatsächlich immer noch Leute, die über diesen Podcast stolpern, die keine Ukulele spielen, ich kann es nicht fassen. Was würdest du denn sagen, was wäre denn die beste Idee oder was hast du noch ein Argument für die Unentschlossenen, jetzt doch mal mit der Ukulele anzufangen? Einige Argumente hat man ja schon jetzt, ne, in dem Podcast. Aber ja, also ich merke, dass man automatisch, wenn du mit der Ukulele irgendwo hinkommst, dass man so gute Laune schnell verbreitet. Also, und das ist einfach super, ne? Was weiß ich, in irgendeinem Lagerfeuer oder beim Geburtstag oder so, wenn man die Ukulele rausholt und dann anfängt und singt, ne? Da ist gute Stimmung, da kannst du gar nichts dagegen machen. Und das, aus meiner Sicht ist es einfach ein bisschen, es hat einen anderen Touch, als wenn einer Gitarre spielt. Ne? Es ist ein bisschen, es hat gute Laune und das ist, denke ich, so der Unterschied einfach. Ne?
Gute Laune und vor allem ist es auch wirklich so, man kann auch wirklich, also jetzt, ich will jetzt so auch den Hörerinnen da draußen so ein bisschen so noch die letzte Restangst nehmen. Man kann da auch wirklich nicht viel falsch machen. Nee, kannst du nicht. Ja, weil irgendwie funktioniert es dann doch, dass die Ukulele von selber schon so viel, also so einen schönen Boden bereitet, dass man eigentlich dann nur noch das Ganze so ein bisschen laufen lässt. Ja. Also jetzt fällt mir gerade noch ein Argument ein in dem Zusammenhang, wenn du sagst, man kann nicht viel falsch machen. Ein Riesenargument ist, es sind nur vier Saiten. Mhm. Du greifst mit vier Fingern, ne, und hast vier Saiten. Das ist für mich oder für mein musikalisches Gehirnzentrum viel logischer und viel natürlicher, als mit einer Gitarre zu spielen. Ich habe lange Gitarre gespielt, ne, aber dieses Ukulele, das ist mir sofort total logisch vorkommen und ist mir ganz leicht in die Hand gekommen. Hat natürlich auch mit zu tun, dass ich immer Bass gespielt habe, auch nur mit vier Saiten, vielleicht deswegen. Aber ich glaube, die Zahl 4 ist eine natürlichere Zahl für viele. Genau. Jawohl. Und hast du auch momentan eine Lieblingsukulele oder eine Ukulele, wo du vielleicht sagst, okay, die habe ich mir gekauft und also das ist deine Lieblingsukulele? Ja, habe ich eigentlich schon. Also ich habe eigentlich zwei. Also Ukulele, die ich wirklich auch in den Videos jetzt immer öfter spiele, ist Canilea Tenor. Mhm. K1, die ist wirklich gut und die habe ich gekauft und da waren Saiten drauf, die habe ich noch gar nicht gekannt vorher. U-Klotschig, das ist so eine Firma auf Hawaii. Ich habe mal im Internet geschaut, das ist relativ teuer, weil es das importieren musst und Zoll zahlen musst und so. Und die ist wirklich super. Also da kann man sich richtig verlieren, so im Klang, ne? So butterweich und so für solche Sachen. Klar, man tue ich da eher weniger drauf, ist mehr so für jazziges Zeug, ne? Ja, und mein Deering Banjo Ukulele zum Klauen, die ist wirklich super. Ja. Mhm. Also das sind so die zwei Instrumente, die ich eigentlich am liebsten habe. Ja. Cool. Andreas, vielen Dank für das interessante Gespräch. Alle da draußen, schaut rein, Ukulele am Limit. Jetzt habt ihr vielleicht diese Woche noch die Möglichkeit, bei dem Gewinnspiel mitzumachen, wenn ihr die Folge hört, wenn die 10.000 Abonnenten noch nicht geknackt sind bis zur Veröffentlichung. Und ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Nicht nur für die Clawhammer-Interessierten, sondern für alle, die einfach gerne coole und vor allem meiner Meinung nach sehr gut gemachte und sehr unaufgeregt gut gemachte Tutorials anschauen wollen. Vielen Dank für die Einleitung, hat mir Spaß gemacht und ja genau, ich freue mich natürlich, wenn noch mehr Leute Spaß am Klauen haben, das ist ja immer noch meine Mission so, ne? Alles klar. In diesem Sinne, mach's gut und bis bald, vielleicht mal auf dem Keller auf der Seidler. Ja, das wäre super. Ade. Ade.